Seid mal ein bisschen kritischer, was in der Werbung so versprochen wird. Denn das wird eh nicht eingehalten, ne? Wenn es heißt, ja, wir sind so ein toller Internetanbieter, bla bla bla. Bestes Netz Deutschland, ja, am Arsch. Da, wo ein Funkloch ist, ist auch mit dem besten Netz Deutschlands ein Funkloch. Ja, also... Gib's auf, no way. Also, man darf auf keinen Fall so gläubig sein und alles glauben, was einem versprochen wird. Muss immer reflektiv nachdenken, wie viel Wahrheit in etwas steckt. Und das ist halt wirklich überall so. Das muss man auch in den Nachrichten. Wir lassen uns einfach generell viel zu leicht berieseln. Also, wir machen es uns leicht, ja. Wir lassen uns mit den Informationen berieseln. Was in Zeitungen kommt, was in den Nachrichten kommt, ja. Und das Programm, das tatsächlich dann das Ganze mal hinterfragt und uns eigentlich die Augen öffnet, was uns da tagtäglich für eine Scheiße im Fernsehen erzählt wird, die wir einfach so glauben, weil es ist halt alles Auslegungssache, ja. Man kann das genau gleiche sagen, also über das genau gleiche Ereignis berichten, mit dem gleichen Videomaterial. Man muss es bloß etwas anderes rüberbringen. Und schon denkt man, dass was komplett anderes passiert, ja. Weil wir nicht nachfragen, weil wir nicht hinterfragen. Und genau dafür sind ja eigentlich auch Satire-Sendungen zum Beispiel super, ja. Man kann ja von Satire-Sendungen halten, was man will. Vielen gefällt der Humor nicht, vielen wird da zu sehr auf bestimmten Persönlichkeiten rumgehackt, bla bla bla. Aber nehmen wir doch mal den Herrn Welke von der Heute-Show. Ja? Oder den Herrn Böhmermann, ja? Die sind eigentlich die einzigen, die möglichst sachlich und nicht manipulierend Nachrichten überbringen. Das heißt, sie manipulieren schon, aber in die Richtung, dass man mal selber sein Hirn anstrengt und das Ganze mal hinterfragt. Genauso wie der gute Herr LeFloid. Der macht das ja auch. Ja, der sagt halt, was aktuell so in der Welt passiert, aber halt auf einer ganz anderen Basis als die renommierten Nachrichtensender. Die halt da, bei denen schwimmt immer gleich eine Meinung mit, die man dann haben soll von der ganzen Sache. Deswegen werden ja viele Themen in Nachrichten gar nicht erst erwähnt. Wann hat man denn bitte in den Nachrichten vom ZDF oder von der ARD jemals auch nur irgendeine Stimme zum Freihandelsabkommen zum Beispiel gehört? Richtig, nie. Aber hingegen in Satire-Sendungen oder auch bei Floyd ist das eigentlich quasi Dauerthema, ja? Und zum Beispiel auch in der Heute-Show, ja? Da ist es halt wirklich so, da wird auch den Leuten ins Gesicht gesagt, hallo, wacht mal auf. Die drücken jetzt, die nutzen, was weiß ich, die Flüchtlingskrise und drücken im Hinterzimmer TTIP durch. Weil einfach keine Sau mehr darüber berichtet in Nachrichten. Das ist vielleicht 2-3 Tage interessant gewesen, als irgendwie jeder da mal drauf Bescheid wusste. Und dann gerät das bei uns immer wieder ganz, ganz schnell in Vergessenheit alles. Ja? Und wird danach wieder totgeschwiegen. Bis auf in Sendungen, wo es halt anders läuft. Wo man keine Meinung aufgedrückt kriegt, sondern halt wirklich selber mal sein Hirn anstrengt. Denn das gibt's einfach zu selten. Und das liegt einfach daran, dass der Großteil der Bevölkerung das gar nicht will. Wir wollen uns doch berieseln lassen. Und
man kann ja auch sagen, was man will, ja. Es gab die ARD, hat den Schritt tatsächlich gewagt. Es gab vom, jetzt sind wir ja doch wieder beim Zugunglück von Bad Aibling, darüber wollte ich ja eigentlich überhaupt nichts sagen, aber gut. Es gab ja ein Video, das einer der Insassen gedreht hat. Nach eigenen Angaben, und das glaube ich auch, um Licht zu machen, ne? Mit der Handykamera. Beim Filmen macht man ja Licht. Klar gibt es eine Taschenlampen-App. Aber dafür muss man halt erst das Handy hochfahren, dann die App erstmal suchen, bla bla bla. Und wenn man merkt, oh fuck, wir stehen, Rums gegeben, dann macht man schnell auf den Anknopf, schiebt nach oben und ist im Kameramenü. Wenn man dann auf Video klickt, dann hat man halt auch Licht. Das war genau das gleiche. Und am genialsten war dann halt drunter, das Originalvideo wurde ja tatsächlich gelöscht, weil es die Zuschauer wollten. Die Tagesschau hat sich noch vorher eine Kopie mehr oder weniger angeschafft und gezogen. Und dann halt auch wirklich das in den Nachrichten gezeigt. Originalbilder aus dem Unglückszug, bla bla bla. Quelle YouTube, sowieso, bla bla. Und da war was los bei der Tagesschau. Du meine Güte. Also das Originalvideo wurde ja gelöscht, tatsächlich, weil sich die ganzen Leute drüber beschwert haben, ja. Und den Veröffentlicher, der halt auch das Video aufgenommen hat, der war ja ein Migrant, das hat man gehört. Sein Deutsch war jetzt nicht unbedingt das ein super gutes, ja. Er war auch im BBC Live zu sehen und hat ein ja doch besseres Englisch als Deutsch gesprochen. Woher er jetzt kam, weiß ich nicht. Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber er hat halt da auch klar und deutlich erläutert. Er hat eigentlich ausgeleuchtet. Und bei den YouTube-Kommentaren dazu waren dann so zu lesen, so, ey, das ist ja mal wieder typisch, bla bla, anstatt zu helfen, ist der Typ so asozial und filmt die Leute, der gehört verklagt, ich zeig den an, bla bla. Ja, anstatt, dass die mal einen Funken ihren Hirn anstrengen, und folgende Sachen berücksichtigen. Erstens, der Typ war ja auch im Schockzustand, ja. Du bist gerade mit 100 Sachen auf 50 Metern zum Stillstand gekommen. Siehst vor dir, also hörst auf jeden Fall, man hat ja im Originalton im Video, ich habe es ja tatsächlich gesehen, weil das war in einer Skype-Konfi drinnen, wo halt einer, der im Zug selber drin saß, halt auch drin war. Und da haben sie halt das Video auch reingestellt. Habe ich es mir halt angeguckt. Und es war halt wirklich Wahnsinn, was da so die Kommentare halt auch drunter waren, ne? Und was halt wirklich eigentlich am härtesten war und was mich auch wirklich mitgenommen hat beim Anschauen, war eben das Stöhnen und die Laute der Verletzten tatsächlich. Und wenn du das halt hörst, ja klar, erstmal, es ist ja stockdunkel gewesen, durch den Aufprall, das Licht war ja weg, es war 6 Uhr morgens, im Winter, da ist es stockduster, man sieht nichts. Und ohne Licht kann man sich auch nicht zurechtfinden, das heißt, es ist das einzig Logische und eigentlich auch einzig Richtige, dass man erstmal Licht macht, damit man überhaupt die Ausmaße erkennt, ja. Und ist er dann auch wirklich hin und her gelaufen im Zug. Und die Leute, die halt tatsächlich wirklich verletzt waren. Und die haben ja, sie haben sich ja bewegt und so weiter. Und dann so, ah, Hilfe, Hilfe. Und wenn man dann zu ihnen sagt, nicht bewegen, wird dadurch nur schlimmer, sinngemäß. Dann ist das definitiv eine Leistung von Erste Hilfe.
Also meiner Meinung nach zumindest, ja. In einem Zug kann man niemanden, der am Boden liegt, in eine stabile Seitenlage bringen, weil dafür einfach auch kein Platz ist. Mal davon abgesehen, dass er bewusstlos in dem Video nicht wirklich da war, die lagen halt teilweise auf den Sitzen, waren verletzt oder halt auf dem Boden und haben sich aber eindeutig bewegt. Das heißt, bewusstlos konnte man in diesem Video keinen erkennen. Und die Leute zu fragen, wie es ihnen geht, wo sie ihre Schmerzen haben und dann halt ihnen, soweit es geht, soweit es einem möglich ist, mit Ratschlägen zu helfen, das ist, ich wette mit euch, ja, das ist dreimal so viel, als die ganzen Kommentarschreiber noch so klug daherreden. Und am treffendsten war dann eigentlich noch ein Kommentar von einem, der beim Rettungsdienst tatsächlich gearbeitet hat und der halt aus Erfahrung spricht. Der hat halt wirklich den Mann auch verteidigt. Der gesagt hat, ob man das jetzt hochstellt oder nicht, ist eine andere Sache. Das hat er nicht zu sagen, aber aus rein rettungstechnischer Sicht hat der Typ genau das Richtige gemacht. Das haben natürlich die ganzen anderen Kommentarschreiber und Moralaposteln nicht verstanden und haben weitergeflamed. Es fuck, ja, warum? Ja, weil ist ja in der Flüchtlingskrise furchtbar Mode, sich über Leute, die kein so gutes Deutsch sprechen, sich tierisch aufzuregen und ihre ganzen Fehler bereitzutreten, auch wenn es keine Fehler sind, ne? Ist ja mal wieder klar, Pegida lässt grüßen, bla bla, so viel zum Thema. Wir schaffen das mit der Flüchtlingskrise, ja, ist klar. Aber das war echt krass, also was da zu lesen war, war echt furchtbar. Und das hat mich eigentlich auch ein Stück weit wütend gemacht, dass die Gesellschaft diese Bilder nicht sinnvoll verkraften kann, ja. Die Leute haben gesagt, löscht es, meldet es, das ist verboten, das gehört verboten und so weiter und so fort, bla bla. Und da kann ich wirklich teilweise nur die Kommentarschreiber zitieren, die halt mir aus der Seele reden. So, da waren halt dann so, unter diesen ganzen, löscht den Scheiß, das gehört nicht, das will doch keiner sehen. Da frage ich mich, ja, warum siehst du es dann gerade an und schreibst diesen Kommentar? Absolut jeder, der so ein Video sieht, macht das ja wohl freiwillig. Er klickt selber auf diesen Link. Er kriegt es nicht zu Gesicht und kommentiert dann mit seinem eigenen YouTube-Account drunter. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja, jeder, der das macht, macht das zumindest meines Erachtens freiwillig und schaut sich Videos freiwillig an. Warum ist dann noch die Sache eines jeden Einzelnen, ja? In meinem Fall war es, weil ich einen Eindruck gewinnen wollte, wie sich der Kollege, der da im Zug war, teilweise, was er da so erlebt hat, weil ich hatte, der einzige Unfall, den ich irgendwas hatte, war ein Motorradunfall. Das war aber eine andere Geschichte. Das war eine viel kleinere Geschichte und eigentlich im Vergleich dazu richtig nichtig. Brauchen wir auch jetzt nicht breitreten. Das Thema war halt, ja, mein Gott, ein Crash auf der Straße, auf einer Kreuzung. Und wenn man dann also sich das so anschaut und dann die Leute sieht, die schreien ja richtig nach Zensur. Ja, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit scheint, also von den Werten, die eine Demokratie eigentlich ausmachen, anscheinend will das keiner. Wenn man sich sowas anschaut hier, wo man sagt, wir wollen das nicht sehen, dann frage ich mich erstens, warum schaut es euch dann an? Zweitens, wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr erstens immer noch wegklicken und zweitens dürft ihr euch doch nicht darüber beschweren. Ja? Klar, man ist irgendwie sensationslustig und so katastrophengeil. Leider. Es ist das gleiche, wie wenn man auf der Autobahn an einem Unfall
vorbeikommen, da?